Aston Martin hat seinen neuen DB11 bis zur Messe gut versteckt. Lediglich ein Video mit dem Motorensound haben die Briten vorher veröffentlicht. Entsprechend gespannt wartete die automobile Fangemeinde auf den Genfer Salon und hier steht er nun. Optisch scheint der neueste Dienstwagen von James Bond, der DB10, einen deutlichen Einfluss gehabt zu haben. Die wichtigste Veränderung dürfte aber der Motor sein. Der 5,9 Liter V12 Sauger flog raus und wird durch einen 5,2 Liter V12 Biturbo ersetzt. Bemerkenswert, das neue Triebwerk wurde von Aston Martin selbst entwickelt und das Design des starken Briten gehört wie eh und je zu dem Schönsten, was die Automobilindustrie überhaupt zu bieten hat. Bentley Motors vermeldet hier in Genf einen Neuzugang seiner Modellfamilie, den Flying Spur V8S. Er ordnet sich zwischen dem Flying Spur V8 und dem Flaggschiff der Flotte, dem W12, ein und ist mit seiner erhöhten Motorleistung und der überarbeiteten Aufhängung auf Kraft und Leistung getrimmt. Der 4,0 Liter V8S Motor mit Biturbo kommt auf 528 PS und damit auf 21 PS mehr als die V8-Version. Dampf hat der Edel-Volkswagen mit britischen Genen ohne Ende. Schon ab 1700 Umdrehungen steht ein Drehmoment von 680 Newtonmetern an. Diese geballte Kraft katapultiert den Flying Spur V8S in 4,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 306 km/h. Bei diesem Tempo sollten die Augen auf der Strecke vor einem bleiben und das ist fast schon eine Schande. Der Innenraum ist nämlich so atemberaubend schön designt, dass man eigentlich seine Blicke gar nicht nach draußen schweifen lassen möchte. Die schlechte Nachricht zuerst. Der Bugatti Chiron kommt in limitierter Auflage und wurde bereits von über 100 Kunden bestellt. Allerdings ohne den neuen Superboliden überhaupt zur Probe gefahren zu haben. Denn der Chiron befindet sich derzeit noch in der finalen Testphase. Gut, bei einem Preis von 2,2 Millionen Euro ist das auch sicherlich nicht so wichtig. Als Mittelmotor kommt wieder der 8 Liter W16 zum Zug und gibt seine Power auf alle vier Räder ab. Für die Kraftübertragung ist ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verbaut. Der Motor erhält eine Benzin-Direkteinspritzung, um die Euro 6-Norm zu erfüllen. Ein in das Getriebe integrierter E-Motor stellt zusammen mit einer Lithium-Ionen-Batterie den unkonventionellen Teil des Hybridsystems. Für die zukünftigen Besitzer des Superautos sind das allerdings vollends unwichtige Details. Was zählt, ist das hier. Der Sport von 0 auf 100 dauert 2 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit des 1500 PS Boliden soll bei unglaublichen 463 km/h liegen. BMW präsentiert als Weltpremiere den neuen BMW M760 Li xDrive. Hinter dem sperrigen Namen steckt das Topmodell der soeben gestarteten BMW 7er Reihe. Der Motor ist ein M-Performance 12-Zylinder mit Doppelturbo. Der 6,6 Liter Benzinmotor leistet vollkommen unaufgeregt und souverän 600 PS und beschleunigt die Langversion in sagenhaften 3,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Regulär wird, und das kennen wir bei BMW schon lange, der Vortrieb bei 250 km/h abgeregelt. Wem das zu langweilig ist, der ordert das optionale M-Drivers Package, sodass die Limousine sich bis auf wiederum abgeregelt 305 km/h beschleunigen lässt. Die Kraftübertragung regelt serienmäßig ein 8-Gang-Automatikgetriebe und exklusiv für das Topmodell gibt es einen neu entwickelten Klappenauspuff. Der sorgt auf Knopfdruck für Krawall für die staunende Außenwelt. Der Innenraum des Super-BMWs ist eine Wohlfühloase, in der man die Welt um sich herum getrost vergessen kann. Gestensteuerung, Riesendisplay und eine Bestuhlung zum Niederknien. Im neuen 760i zeigen die Münchner mal wieder, wo in der Automobilindustrie vorne ist.